Der Kampf gegen den Klimawandel ist von der künftigen EU-Kommission zur Priorität erhoben worden. Einen entsprechend breiten Raum nimmt das Thema bei den Haushaltsberatungen ein. Dabei geht es um ein Volumen von rund 1.300 Milliarden Euro und darum, wie diese gewaltige Summe im kommenden Jahrzehnt ausgegeben wird. Zu den Gewinnern der neuen Haushaltsrunde dürften der Klimaschutz, Sicherheit und Verteidigung sowie Migration und Grenzschutz zählen. Abgeben müssen dagegen wohl die gemeinsame Landwirtschaftspolitik und der Kohäsionsfonds. Der mittelfristige Finanzrahmen soll der Haushalt des Klimapakts werden, so verlangen es die Grünen. Das Problem sei, dass die Europäische Union ein wirtschaftlicher Riese, aber ein haushaltstechnischer Zwerg sei, meint der französische Grünen-Abgeordnete David Gourmand. Wenn man also irgendetwas Substanzielles machen wolle, etwa einen wirklichen Klimapakt, dann müsse der europäische Haushalt deutlich erhöht werden. Die südlichen und östlichen Mitgliedstaaten plädieren für eine Beibehaltung der Mittel für Landwirtschaft und Kohäsionspolitik auf dem bisherigen Niveau und wollen höhere Einnahmen. Dagegen wollen die Nettozahler Ausgaben kürzen. Neue Herausforderungen sollten mit frischem Geld finanziert werden und nicht mit Mitteln aus dem Kohäsionsfonds oder dem Agrarhaushalt, sagt der polnische Abgeordnete Janusz Lewandowski. So sollte es einen Etatposten geben, der Ländern wie Polen den Übergang von Kohle auf umweltfreundliche Energien erleichtere. Ein großes Fragezeichen bleibt das durch den Brexit ausgelöste Haushaltsloch.